Erreiche du es, ist Titan. Wir müssen hier ins Schlauchboot und damit auch willkommen zurück hier in Battlefield 4. Mal schauen, was jetzt hier abgeht. Ab zur Titanfarm. Keiner weiß, was hier los ist. Und schauen, was abgeht. Aber das ist eure Gelegenheit, Licht in die Sache zu bringen. Vermasselt es nicht. Verstanden, Agent. Die Menschen auf der Valkyrie verlassen. Das ist eine scheiß Steuerung gerade. Hier geht's nicht nur um die Valkyrie, Junge. Sieh sie dir an. Hier wäre ich beinahe gelandet. Wie lange dauert das wohl noch, bis das Schiff untergeht? Lange genug. Wo ist denn die Titan gerade? Was genau suchen wir eigentlich, Agent? Die Titan ist ein verdammt großes Schiff. Setz dich und genieß die Fahrt. Wenn wir da sind, erfahrt ihr alles weiter. Du führst uns ins Unbekannte. Was gibt's da zu genießen? Iris, komm schon. Ihr seid hier, um einen Job zu erledigen. Und ich sage, wo es lang geht, okay? Ja, Sir. Ach, okay. Oh, leave it to Marine. Ich genieße die Fahrt, wie ich es tun soll. Oh, wir sehen uns auf jeden Fall schon mal von hinten. Unter der Titan ist ein Riff am Rand einer 3000 Meter tiefen Kluft. Sie könnte jeden Moment abrutschen. Ach, guck mal, Delfin. Hallo, Delfin. Bäm, das ist schon ziemlich geil. Also da fliegt jetzt gerade ein Helikopter eiskalt zu Titan und wir kacken da jetzt im Boot rüber. Ich bin echt ein bisschen sehr verwirrt, warum das hier alles so ist, wie es ist. Gut, auf jeden Fall müssen wir hier mit Pack Irish und Kovic, der ja jetzt das Kommando übernommen hat, mich sozusagen abgelöst hat, beziehungsweise in dem Fall Wrecker das Kommando abgelöst hat. Kann niemand sehen! Wo steckt die Crew verdammt nochmal? Mein Gott! Sie läuft voller Wasser! Glaubst du nicht? Glaub es euch, kleiner Bruder! Erstmal Eingang. Hat sie erledigt! Kovic, Sir! Wo müssen wir hin? Komm hier rein! Da drüben um und kreis sie! Nach einem Loch im Rumpf oder so. Okay, ein Loch im Rumpf. Da! Ein Loch im BGB! Ich habe solche Schäden schon mal gesehen! Chinesische Schiffsabwehrrakete! Passt auf, die Titan wurde nicht vom EMP in Shanghai getroffen. Sie hat mehrere Stunden lang Berichte gemacht. Wenn das mal nicht geil eingepackt ist. Was jetzt? Ich bleib beim Boot, ich sehe das Boot. Alles klar. Boot ist sicher. Ja, ja, ist ja gut. Ja, diese Eile. Schrecklich. Jetzt kriege ich mal hier durch so ein verbündetes Boot und keiner weiß warum und warum hier überhaupt was ist. Ich weiß auch nicht. Oh, Scheiße. Was ist los? Hoffentlich haben wir einen Fluchtplan, denn das Ding kippt. Brauche ich jetzt eigentlich so ein geiles Ding hier mitgenommen? Dann sind sie runterrutscht. Dann sollten sie hier lieber nicht mehr hier sein. Und der VDR auch nicht. Naja, Fluchtplan klingt anders. Pass auf, wo du hintrittst. Wir sind auf dem C-Deck und wollen zur Schadenskontrollzentrale. Such nach Luke G46. Durch die kommen wir direkt ans Ziel. Okay, wo ist sie? Da lang. Geh voraus. Jo, Jungs. Also, finde das Luke G6 viel schneller. Das könnt ihr aus einem VDR schon rausholen. Ihr zeichnet alles. Oh, ich wollte das nicht unterbrechen. Da ist die Luke. Ich hab's gefunden. Wrecker hat sie. Ich öffne mal das Luke. Ja, warte, ich helf dir. Aufmachen. Da sollen wir echt runter? Du kannst schwimmen, oder Marine? Ja? Nein. Wir tauchen bis zum Mitteldeck, da müssen wir über Wasser sein. Also los. Ich bin Marine, aber ich kann nicht schwimmen. Und der nimmt immer seine Wollmütze mit ins Wasser. Das finde ich auch gut. Macht gut. Du hast das Arschloch gehört. Bring rein. Boah. Das ist ein geiler Grafikfehler. Bei der Mütze gerade. Und ab. Ja, zumindest haben wir schon mal viel Luft. Nicht unendlich viel Luft, aber viel Luft, genug Luft. Vorwärts wenden. Und jetzt nur ein paar Knicklichter abschmeißen. Erreiche die SK-Zentrale. Schadenskontrolle. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aha. Ziemlich krass, ey. Ist auch ziemlich gefährlich hier, so jetzt durchs Wasser mit Strom und so. Ich meine, hier ist ja überall noch Strom, oder ist es? Nee, das ist eigentlich egal, glaube ich.
Das ist so viel Wasser, das dürfte ja neutralisieren, sozusagen, also aufheben. Warum bin ich eigentlich so langsam hier? Die ziehen da voll durch. Mann. Kann auch nicht schneller schwimmen. Und ein bisschen tiefer, bitte. Ich will da nicht oben ins Feuer kommen. Aber jetzt haben wir ein bisschen Zeit, hier die schöne Frostbite Engine zu genießen, die hier wirklich einen sehr guten Job macht. Kann man einfach nicht anders da sagen. Und da geht's hoch. Ah, der tut aber echt schwer mit Schwimmen. Also für Marine ist das jetzt echt nicht der Profi-Schwimmer gewesen. Aber das muss er ja auch nicht. Nicht so schwimmen können. Hört mal. Überlebende? Könnte mechanisch sein. Wir müssen weiter. Das Wasser steigt schnell. Jawohl. Sind alle bereit? Dann losgehen. Wir sind ganz nah. Die Räume sind direkt vor uns. Sir, das klingt wie ein SOS. Vielleicht ist jemand eingeschlossen. Das wissen wir nicht, Sergeant. Was ist denn aus der Suche nach Infos geworden? Und Überlebenden? Das ist wieder die Richtigkeit auf der richtigen Ort. Verstanden, Sergeant? Von uns hängen mehrere 10.000 Leben ab. Nicht nur eine Handvoll. Selbst eine Handvoll zählt. Wir denken da anders. Denk, was du willst. Bewegung, verdammt. Alles klar. Jo, jetzt ist hier ganz schön dunkel, ne? Maschinenraum. Mann, seht euch das an. Das ganze Deck steht unter Wasser. Scheiße. Ich glaube, das Wasser steigt. Finde einen Weg dann. Ich bin doch schon, Jungs, ey, das Spiel, die sind einfach viel zu langsam für das Spiel hier. Das ist der Hammer. Auf, Jungs, rein da, zack, zack, zack. Hier unten, das Wasser steigt. Bringt uns doch hoch, das ist der einzige Weg raus hier. Scheiße. Keine Angst, wir holen euch da raus. Zur Seite, Marie. Ja. Scheiße, ist zugeschweißt. Schieß es auf. Die sind bereits tot. Gehen wir. Nee. Scheiß tun wir. Wir lassen sie nicht zurück. Selbst mit dem Schweißgerät würde das Ganze 9 Minuten dauern. Wenn das Wasser weiter so steigt, sind sie bis dahin längst tot. Sie bleiben hier. Das ist ein Befehl. Du hast Garrison gehört. Mann, fick dich. Halte durch, Leute. Nein, hör dich. Oh. Hör damit. Scheiße, Irish. Bleib cool. Tut mir leid. Gehen wir los, los. Alter. So ein Wichser, das zahle ich ihm ein. Jetzt fick dich mal, Junge, du hast doch keine Ahnung, was hier abgeht. Wir müssen los. Die haben uns hier eingesperrt. Bitte lassen Sie hier unten sterben. Hey, Jungs. Wer hat euch eingesperrt? Die haben uns eingesperrt und hier gelassen. Keine Ahnung, warum. Wer, die? Sie haben die Rakete ins Schild geschossen und es dann geentert? Das ist doch sinnlos. Becker, wir sollten weiter. Ich will hier nicht hey, Jungs. Seemänner. Bitte, sag meiner Mom. Es tut mir leid. Ey, boah, das ist krass. Ey, das ist echt heftig, was hier abgeht. KI ist voll für den Arsch, aber die Story ist der Hammer. Bringen wir es hinter uns. Wo sind die hier auf dem Schiff? In wenigen Minuten geht sie unter. Da, da ist was, da ist was, da ist was. Ich bin schon da. Alles klar, Festplatte gesichert. Eine Festplatte. Was ist denn mit ihm eigentlich? Also los, runter von diesem Rosthaufen. Gib mir so auf. Zeit. Zurück zur Valkyrie. Ah, Mann. Ich kann nicht schießen. Ich komme von auf der Seite. Okay, komm mal los. Oh, oh. Party time. Hab ich gehört? Bam! Ein. Oh, wow. Ich wollte gerade sagen, bei mir gibt es nur schöne Schüsse. Was? Ey, was für ein Wichser. Da muss ich manchmal auch Zeit im Leben lassen für die wichtigen Dinge. Wisst ihr wie? Wisst ihr, wie ich das meine? Ja, die mit ihren scheiß Flashlights, die gehen mir ganz schön auf den Senkel, ganz ehrlich. Stirbt der denn nicht? Das Verleben verrückt er. Boah, nein! Ganz knapp. Jetzt aber. Was hat der für eine Waffe? Nehmen wir mal mit. Ach ja, jetzt haben wir auch mal eine Flashlight hier. Taschenlampe eine aus, ja. Woll ja. Da geht's nicht raus. Es sollte doch noch so ganz nach oben rausgehen, oder? Jetzt chillen die schon wieder da hinten. Oh Leute, was macht ihr denn da für eine Party? Kommt, das Schiff. Wieso gibt's da noch einen? Mann, was macht ihr denn hier? Los hier, schnell!
Hier stehen drei Leute und der eine kümmert sich nur um mich. Das ist ja auch mal irgendwie Hardcore-Fail. Puh, naja, gut. Auch nicht wild. Weiter geht's. Wow, mein Stress. Jetzt. Okay. Alter Verwalter. Was? Spring! Verrückt? Das ist ein Flugzeugträger gewesen. Ich hab's geahnt. Wir haben Kontakt! Feindkontakt! Okay. Danke für die Info. Danke für die Info. Wir haben Feindkontakt. Gut zu wissen. Nehmen wir mal die Farmers. Die hat ich noch gar nicht gehabt, glaube ich, wa? Wobei, die wäre auch nicht schlecht. Nee, komm, nehmen wir mal die hier. Einfach mal so. Einfach mal eine andere. Doch euch alle bleibt einfach cool! Und hier fliegt zum F-16 einfach mal so übers Deck. Boah, Alter, was geht denn ab? Ist ja mal richtig, wie es hier gerade abgeht. So, Personenanzahl. Boah, nee. Jetzt habe ich auch noch so einen bekackten Sniper, die mit Semi-Automatik-Scheiße. Ja! Kommt schon. Wieso habe ich den einen Typ noch nicht down? Jetzt. Und ich bin gleich selber fresh weg. Einzelschuss-Scheiße. Das nervt mich. Jawohl, jetzt machen sie aber wenigstens was hier für ihr Geld. Nein! Jawohl, doch, den hat's noch erwischt. Sie ziehen sich zurück! Los! Wir haben Angst! Wir haben Angst! Wie kleine Kinder haben sie Angst! Ich hab's immer geahnt. Oh, yo, ey, das ist schon echt mies, was hier abgeht, ey. So. Wo sind denn meine Jungs eigentlich? Ah, das sieht auch gut aus. Gut, dass die Fässer so gut gesichert sind. Oh. Gut, dass die Fässer so gut gesichert sind. Ich bin mir immer noch nicht so ganz... Ach, guck mal, hier sind meine Jungs. Wen müssen wir denn kalt machen? Es ist doch niemand mehr da. Tja. Wow. Hilfe. Mann. Mann unter Feuer. Bäm, machen wir ein bisschen Party hier, ein bisschen Feuerwehr für so einen Abgang. Was geht mit dem Schiff eigentlich? Das ist auch unser Boot da drüben. Hab ich gehört. Fahren die jetzt ohne was los oder was? Ach, guck mal, das ist dieses China-Schiff. Ich schau ein. Alter, was gesprungen ist, ja richtig mies. Ey. Der war ja völlig übertrieben. Jo. Na, da oben. Hoch. Danke. Los, die Valkyrie steckt in der Scheiße. Oh yeah, Kommando. Yes. Das ist ja mal. Oh jo. Da kommt ein Patrouillenboot. Alter. Zack, weg ist es. Zack, weg ist es. Wo ist denn zu Hause? Wo ist zu Hause? Ja, ich gehe mal davon aus, dass da zu Hause ist. Da die Richtung weg. Was ist das für ein Ding? Alter Verwalter. Alter, wo muss ich da hinzielen, sag mal? Oh, Scheißding, komm zurück! Du machst dich feuerbereit! Wow! So, gucken wir mal, ob wir das Ding da hinten bekommen.
Und, komm schon. Immer weiter geht's. Boah, Alter, Vater, das Ding ist ja immer so. So ein Klotz im Wasser, ey. Das ist ja so der Hammer. Was willst du denn mit deinem komischen Maschinengewehr eigentlich für dich? Da noch eine. Noch irgendwelche Probleme, der Kumpel hier. Bam und down. Keine Chance, die krüppeln hier alle. Ui, yo. Und weg mit dir. Sehr gut. Ja, schneller, wieso denn schneller? Ist doch alles gut. Oh, das ist wieder so großes. Hä? Was ist das für eine Waffe? Ich check die nicht so ganz, die Waffe. Muss ich ganz ehrlich gestehen, bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz klar darüber, wie die funktioniert. Boah, ist eine Welle. Habt ihr die gesehen? Wie viel von den Patrouillenbooten hier haben, das ist ja der Hammer. Wo ist da? Man sieht hier auch eigentlich mal so fast gar nichts. Das ist schon mies. Jo! Jawohl! Zack, erledigt und zurück zur Walküre. Schummel die Wubbel! Das könnte schon irgendwie mehr Speedboot-mäßiger sein, muss ich mal ganz ehrlich sagen. ATGM. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Also wir fahren hier so im Schnitt 70 km/h auf dem Water. Und da kommt wieder so ein Patrouillenboot. Und das holen wir uns wahrscheinlich auch noch. Da ist auch noch eins. Alter, die treffe ich niemals. Niemals treffe ich die so. Die wollen das echt. Die wollen die Walküre jetzt ändern. Schneller! Schneller! Wir brauchen mehr Schub. Leute, runter von dem Boot. Wir müssen Gewicht sparen. Was mit diesen Jets eigentlich? Wem gehört? Jawohl! Jawohl! So muss das sein. Zack und Zerstörer erledigt. Ey, so muss das sein. Genau so, Jungs. Die UD Air Force ist am Start. Die wissen, wie das läuft. Die haben einen Plan. Zack und... Ach, ey, je. Das Ding ist ja langsam wie... Oh, shit! Wir müssen so, jetzt wird hier ein bisschen... Ach man, hier muss man so viel kurven. Zack und weg. Bums und... Ui, yo. Ja, nix gibt's. Der wird nicht geändert. Heute nicht und auch morgen nicht. Glaube ich. Bin ich der Meinung. Ja komm, geh weg mit deinem Scheißkampf-Heli. Wir machen dich doch platt. Ja, bin dabei. Okay, das, so geht das bei ihm nicht. So, der will, so will der nicht. Boah, der ist schwer zu treffen. Der ist echt verdammt schwer zu treffen, Leute. Der hat sich... Oh, wow. Der macht uns nass. Jetzt aber. Schön nah. Nein, das gibt's nicht. Scheiße. So ein Krampf, ey. Das ist ja echt der Hammer, ey. Tja, Leute, ich will euch gar nicht weiter damit ärgern. Hier ist erstmal die Endcard. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Miese Action. In der nächsten Folge geht es auf jeden Fall weiter und in der nächsten werden es alle wegrauchen. Alle zusammen. Die ganzen Drecksäcke, die ganzen komischen... Ich will jetzt keine Rasse, kein Volk beleidigen, aber die ganzen Schlitzis, wenn wir die platt machen, weil die gehen uns ganz schön mächtig auf den Sack und machen auch noch ihr eigenes Volk wieder. Okay, das kennt man ja aus anderen relevanten Geschichten, aber okay, egal. Wir kehren irgendwie zu Valkyrie zurück und wir werden auf jeden Fall diesen Heli auch noch platt machen. Aber das in der nächsten Folge. Und macht's gut, bis dahin, euer Netzwerk Gaming Bros.